Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Workshop AgilCare. Heute, der 18. November 2024, er ist ein Montag, er ist also bestens geeignet, einen Workshop abzuhalten. Und ich freue mich, dass Sie zu uns kommen wieder und uns hier besuchen, denn unser Ziel ist es, bessere Effektivität auch mit AgilCare zu erlangen für bessere Lebensqualität. Das ist unser Ziel. Und ich bin zuversichtlich, dass am heutigen Abend wir, Renate und ich, meine Frau Renate und ich, sagen können, das ist wieder ein sehr schöner Tag gewesen. Ich bin deshalb zuversichtlich, weil wir glauben, dass wir uns so gut vorbereitet haben auf den Workshop, dass auch Sie davon etwas haben, und zwar in der Hinsicht, dass wir Wissen vermitteln konnten, was für Sie praktisch einsetzbar ist für bessere Lebensqualität. Wissen Sie, wir haben es sowieso seit einiger Zeit zur Tradition gemacht, Renate und ich, dass wir am Abend, wenn der Tag zu Ende geht, uns nochmal ganz dankbar darüber unterhalten, wie ist der eigentliche Tag verlaufen. Und wir sind dankbar dafür, also doch, ich denke, jeden Tag. Und gestern hatten wir besonders großen Anlass zur Dankbarkeit, denn wir haben von Tochter Claudia und ihrem Mann Mario den Besuch des Balletts Romeo und Julia in Leipzig, in Leipziger Oper, geschenkt bekommen. Und es war eine wunderbare Aufführung. Wir haben es genossen, mit der Geschichte, die dort tanzend vorgeführt wird. Und ich denke, das ist die wohl berühmteste Geschichte über Liebe, dort mitzugehen, mitzuleiden. Und es war sehr, sehr ergreifend und ästhetisch, ich muss sagen, vom Feinsten. Ja, so sollte man leben können. Man sollte die Kunst, die Kultur einbeziehen können. Und wir sind dankbar über diesen Umstand, dass wir das können. So, heute geht es natürlich wieder um AgilCare. Ich sagte es schon, was unser Ziel ist. Und ich begrüße auch im Voraus allen diejenigen, die jetzt nicht live dabei sind, nämlich diejenigen, die sich das in der Aufzeichnung anschauen. Dort kann man auch noch Fragen stellen, die Downloads durchführen. Das geht genau seit heute 10 Tage. Das wissen Sie, das ist üblich, das machen wir schon jahrelang so. Seit einigen Jahren machen wir es aber auch so, dass Sie auf unserer Homepage den Vortrag dort verfolgen können. Auch dort können Sie noch die Downloads vornehmen. Und das ist dann, liegt dann zeitlich unbegrenzt Ihnen zur Verfügung. Und wenn Sie da Fragen haben, können Sie uns die selbstverständlich senden. Ich gehe darauf später noch einmal ein. So, dann lassen Sie mich doch jetzt gleich die Slides, die ich als PDF zur Verfügung stelle, Ihnen zur Verfügung stellen zum Download. Tun Sie das bitte, wenn Sie möchten. Dazu haben Sie jetzt während meines Vortrags und auch danach Zeit. Und nach dem Vortrag gibt es ja für Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die können Sie im Chat formulieren. Und ich bedanke mich bei Renate und bei Claudia dafür, dass Sie im Hintergrund für mich die Fragen aufbereiten. Denn so kann ich mich besser auf das, was ich jetzt zu sagen habe, konzentrieren. Lassen Sie uns beginnen. Ja, heute am 18. November geht es um Epstein-Barr-Virus. Und natürlich gilt auch da folgender Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose- oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ja, und zu Beginn organisatorisches, sozusagen vom Feinsten, organisatorisches für Wissenserwerb, organisatorisches für leibliches Wohl. Wir haben seit etwas über einer Woche darüber informiert,
haben, unser Symposium für 2025 anzukündigen. Am 22. März 2025, also gar nicht mehr so lange hin, findet unser Symposium Leben ohne Krankheit in Merane statt. Wenn Sie die Downloads durchführen, dann können Sie auf diesen Banner, den Sie hier auf diesem Slide sehen, klicken und können sich dort anmelden, wenn Sie es bis jetzt noch nicht getan haben. Ich kann Ihnen das nur empfehlen, sich anzumelden, denn jetzt können Sie sich noch, und das ist zeitbegrenzt, vergünstigte Vorkaufspreise sichern. Also heute Epstein-Barr-Virus. Die Frage ist, Epstein-Barr-Virus, was Sie für Ihre Gesundheit wissen sollten, meine Damen und Herren. Und das ist unsere Agenda. Selbstverständlich können wir nicht allumfassend das hier darstellen, aber in diesen wichtigen Schritten, und ich habe darauf Wert gelegt, auf die praktisch wichtigen Dinge, insbesondere wie man sich vor Epstein-Barr und dessen Folgen schützen kann. In der Gliederung geht es also um Erscheinungsbild des Epstein-Barr-Virus, ein Überblick. Dann im zweiten Schritt Häufigkeit und Verbreitung des Virus in der Bevölkerung, Folgen einer Infektion, was passiert im Körper, mögliche Folgeerkrankungen, welche Krankheiten können auftreten, Strategien zur Eliminierung des Erregers, was sind die Optionen, symptomatische Therapien und Prävention, wie kann man sich schützen und schließlich Agile Care, eine alternative Methode zur Epstein-Barr-Eliminierung. Erster Punkt. Erscheinungsbild des Epstein-Barr-Virus. Ein Überblick. Hier ist ein kurzer Überblick über das Erscheinungsbild des Epstein-Barr-Virus. Das Epstein-Barr-Virus, abgekürzt EBV, gehört zur Familie der Herpesviren und ist einer der weltweit häufigsten Viren, die den Menschen infizieren. Es ist bekannt für seine charakteristische Struktur mit einer Proteinhülle und einem DNA-Kern. Meistens wird es durch Speichel übertragen, was ihm den Namen Kissing Disease eingebracht hat. Obwohl viele Menschen asymptomatisch infiziert sind, kann das Virus bei einigen Personen Symptome wie Fieber, Müdigkeit und geschwollene Lymphknoten hervorrufen. EBV spielt eine besondere Rolle in der Medizin, da es mit verschiedenen Erkrankungen in Verbindung gebracht wird, darunter das Pfeiffer-Drüsenfieber und in seltenen Fällen bestimmte Krebsarten. Ein Verständnis des Erscheinungsbildes von EBV ist entscheidend, um seine Auswirkungen auf die Gesundheit zu erkennen und zu bewältigen. Häufigkeit und Verbreitung des Virus in der Bevölkerung. Hier ist ein kurzer Überblick über die Häufigkeit und Verbreitung des Epstein-Barr-Virus in der Bevölkerung. Das Epstein-Barr-Virus EBV ist weltweit verbreitet und infiziert einen Großteil der Bevölkerung bereits in jungen Jahren. Schätzungen zufolge tragen etwa 90-95% der Erwachsenen das Virus in sich. Oft ohne es zu wissen, da viele Infektionen symptomlos verlaufen. Das Virus zeigt keine geografischen Grenzen und ist in allen Bevölkerungsgruppen vertreten. Interessanterweise ist die Erstinfektion in Entwicklungsländern oft schon im Kindesalter abgeschlossen, während sie in industrialisierten Ländern oft erst im Jugend- oder jungen Erwachsenenalter auftritt. Diese breite Verbreitung macht das EBV zu einem bedeutenden Faktor in der globalen Gesundheitslandschaft. Und wenn wir sehen, dass 90-95% der Erwachsenen das haben, dann wird es doch, sagen wir mal, wichtig sein für uns oder bedeutend sein für uns, dass auch wir uns näher damit beschäftigen. Nach einer Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus beginnt das Immunsystem auf den Eindringling zu reagieren. Häufige Symptome sind Fieber, Müdigkeit, Halsschmerzen und geschwollene Lymphknoten.
die auf die Aktivität des Immunsystems zurückzuführen sind. In vielen Fällen verläuft die Infektion jedoch ohne Symptome. Das Virus nistet sich in den B-Lymphozyten, einer Art weißer Blutkörperchen, ein, wo es lebenslang im Körper verbleiben kann. Bei einer Reaktivierung des Virus kann es erneut zu Symptomen kommen, besonders wenn das Immunsystem geschwächt ist. Die Reaktion des Körpers auf EBV ist ein komplexer Prozess, der die Gesundheit über längere Zeit beeinflussen kann. Auch hier wieder bedeutend, so bedeutend, dass wir uns damit beschäftigen wollen. Und das tun wir heute. Mögliche Folgeerkrankungen. Welche Krankheiten können auftreten? Eine Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus kann verschiedene gesundheitliche Folgen haben, von denen einige häufiger auftreten als andere. Zu den bekanntesten Erkrankungen gehört das Pfeiffer-Drüsenfieber, auch bekannt als infektiöse Mononukleose, das vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen auftritt. Neben den typischen Symptomen wie Fieber und Müdigkeit können in seltenen Fällen auch schwerwiegende Komplikationen entstehen. EBV wird mit der Entstehung bestimmter Krebsarten wie dem Burkitt-Lymphom und dem Nasopharynx-Karzinom in Verbindung gebracht. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass das Virus in manchen Fällen Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose begünstigen könnte. Ein Verständnis der möglichen Folgeerkrankung ist wichtig, um rechtzeitig auf gesundheitliche Veränderungen reagieren zu können. Strategien zur Eliminierung des Erregers. Was sind die Optionen? Das Epstein-Barr-Virus zu eliminieren ist ein großes Problem, da es sich dauerhaft im Körper einnisten kann. Derzeit gibt es keine spezifische antivirale Therapie der Schulmedizin, die das Virus vollständig beseitigen kann. Dennoch sind verschiedene Strategien verfügbar, um seine Auswirkungen zu minimieren und die Symptome zu behandeln. Zu den medizinischen Ansätzen gehören die Behandlung von Begleiterscheinungen und die Stärkung des Immunsystems, um Reaktivierungen des Virus zu verhindern. Lebensstiländerungen wie eine gesunde Ernährung, ausreichender Schlaf und Stressmanagement können ebenfalls dazu beitragen, das Immunsystem zu unterstützen und die Kontrolle über das Virus zu verbessern. Es ist wichtig, diese Strategien zu kennen, um die Gesundheit langfristig zu schützen. Symptomatische Therapien und Prävention. Wie kann man sich schützen? Präventionsmaßnahmen gegen das Epstein-Barr-Virus, um die Symptome einer Epstein-Barr-Virus-Infektion zu lindern, stehen verschiedene Therapieoptionen zur Verfügung. Zu den gängigen Behandlungen gehören Ruhe, Flüssigkeitszufuhr und schmerzlindernde Medikamente, um Beschwerden wie Fieber und Halsschmerzen zu mildern. Präventive Maßnahmen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle, um die Ansteckung mit dem Virus zu vermeiden. Häufiges Händewaschen, das Vermeiden des Teilens von Getränken und Besteck sowie ein gesunder Lebensstil können das Risiko einer Infektion senken. Ein Bewusstsein für diese Maßnahmen hilft, die Gesundheit zu schützen und die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Agile Care nach Dr. Reif. Eine alternative Methode zur Epstein-Barr-Virus-Eliminierung. Die Methode Agile Care nach Dr. Royal Rife basiert auf der Idee, dass spezifische Frequenzen das Epstein-Barr-Virus neutralisieren können. Diese Methode zielt darauf ab, durch gezielte Schwingungen die Zellstrukturen des Virus zu destabilisieren und somit seine Vermehrung zu stoppen.
Viele Anwender berichten von positiven Erfahrungswendungen, obwohl die wissenschaftliche Anerkennung noch aussteht. Die wissenschaftliche Anerkennung für Agile Care natürlich. Eine nähere Erklärung der Methode Agile Care ist hier nicht nötig. Die notwendigen Randbedingungen und außerordentlichen Vorteile von Anwendungen mit Agile Care gegen störende Mikroorganismen, das sind Viren, Bakterien, Würmer, Pilze und weitere Einzeller, können auf unserer Homepage umfassend nachgelesen werden oder in unserem aktuellen Live-Seminar erfasst werden. Im Gegensatz zur Schulmedizin kann mit Agile Care ursächlich vorgegangen werden. Gefahren oder Risiken zu Folgeerkrankungen kommen nicht vor, bestehen nicht, wenn die Gebrauchsanweisungen erfüllt sind. An dieser Stelle nenne ich jedoch zu weiteren Erklärungen die bewährten Anwendungen zur selektiven Eliminierung von Epstein-Barr. Und ich habe diese Anwendung priorisiert, das heißt, die wichtigsten, und das ergibt sich aus unseren statistischen Erhebungen, unserer jahrelang gepflegten Datenbank, die wichtigsten stehen oben. BOE 356, ich wiederhole diesen Quellencode-Index. BOE 356, Human Herpes Virus 4, auch bekannt als Epstein-Barr-Virus. Dann A403, ich wiederhole, A wie Anton 403, das ist der Quellencode-Index und die Anwendung heißt Epstein-Barr-Virus HC. A72, ich wiederhole den Quellencode-Index, A wie Anton 72, Epstein-Barr. Und schließlich C551, ich wiederhole den Quellencode-Index, C wie Cäsar 551, Epstein-Barr-Virus. Herpesvirus, das Mononukleose verursacht, steht in Klammern. Für diejenigen unter Ihnen, die noch nicht Anwender von Agile Care sind, diese Auswahl ist Teil des zu Agile Care gehörenden Anwendungskatalogs, der zurzeit 3.235 Anwendungen enthält. Der Quellencode vor jeder empfohlenen Anwendung dient nur der eindeutigen Identifizierung der jeweiligen Anwendung. Auf dieser angegebenen Liste der Empfehlungen hat der oberste Eintrag höchste Priorität. Das ergibt sich aus unserer über mehr als 30 Jahre aufgestellten Statistik. Ihre individuelle Situation kann es jedoch aufgrund biologischer Diversität erfordern, eine der Anwendungen mit geringerer Priorität auszuwählen. Das ist bei Agile Care kein Problem, weil das Testen völlig ungefährlich ist. Zusammenfassung. Epstein-Barr-Viren sind weltweit verbreitet und können bei 90-95% der Träger zu unterschiedlichen, teils schweren Erkrankungen führen. Daher sind Maßnahmen zur Eliminierung des Virus besonders wichtig. Eine gesunde Lebensweise, die das Immunsystem stärkt, ist ein wirksamer Schutz. Während die Schulmedizin oft nur symptomatisch behandelt, bieten wir ergänzend ursächliche Methoden zur gezielten Eliminierung des EBV an. Agile Care spielt hierbei eine herausragende Rolle. Es ist einfach erhältlich und bietet durch seine 3.235 Anwendungen nicht nur Schutz vor EBV, sondern verbessert auch die Lebensqualität insgesamt. So, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit für meinen kleinen Vortrag zum Thema Epstein-Barr-Viren. Ich habe mir also hier die für uns praktisch wichtigen Aspekte herausgesucht und ich hoffe, dass Ihnen das hilft, dass es hilfreich ist für Sie bei der Eliminierung von Epstein-Barr-Viren. Schließlich sollte es dann zu besserer Lebensqualität führen. In dieser Folie sehen Sie, wie Sie mit uns kommunizieren können. Die Kommunikation ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Hier haben wir die einzelnen Dinge aufgeschrieben und vergessen Sie nicht, wer über Agile Care hinaus erfahren möchte, wie Leben ohne Krankheit möglich ist, der kann hier unten zu Agile Smart Wissensbasis das sehen und sich, sagen wir, mit einem kleinen Risiko von 1 Euro zu diesem Abonnement anmelden. Sie sollten wissen, er ist
Das Abonnement ist jederzeit fristlos zu kündigen, wenn Sie das möchten. Und es ist einfach, sich anzumelden. Sie brauchen bloß auf rechts unten in diesem Dia, der ja Ihre PDF abbildet, die Sie sich herunterladen, Ihrer PDF, klicken Sie dann einfach auf diesen Text hier anmelden und schon haben Sie die Möglichkeit, bei Agrismart dabei zu sein. Dort gibt es auch schon weit über 200 Beiträge, die dazu geeignet sind, Ihnen die Möglichkeit zu geben, Ihre Lebensqualität zu verbessern. Ja, und für all die, die so wie ich und das ganze Team und viele, viele Anwender überhaupt begeistert sind von der Wirkungsweise und den Möglichkeiten, die Agile Care hat und die daraufhin es anderen Menschen empfehlen wollen, den bieten wir hier über diesen 1, 2, 3 Schritte sich zu verhalten. Und dann ist es so, dass wenn die Empfehlung in einem Kauf mündet, dass wir damit nicht nur denjenigen eine Freude bereiten und das Leben verbessern, zumindest von der Chance her, die wir damit im Kreis der neuen Anwender von Agile Care begrüßen können, sondern wir können Ihnen auch eine Freude bereiten, nämlich indem wir 150 Euro an Sie überweisen. Gehen Sie einfach nach diesen hier doch recht deutlichen 3 Schritten vor und alles ist in Ordnung. Wir bedanken uns bei all denjenigen, die jetzt schon großes Engagement gezeigt haben und damit wünsche ich, dass auch Sie Freude daran haben, anderen Agile Care zu empfehlen. Ja, der nächste Punkt ist jetzt eigentlich, Ihre Fragen zu stellen. Und ich bedanke mich für Ihre bisherige Aufmerksamkeit.